Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir haben das letzte Mal aufgehört, als wir gegen den kolossalen Verfall kolossal versagt haben. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir das nochmal schaffen. Ich habe jetzt von einem Bekannten gehört, dass man wohl mit der Pfeffermühle die Köpfe abschießen muss. Das werde ich jetzt mal versuchen. Und er hat mir auch geraten, vom Nahkampf abzusehen. Auch das werde ich jetzt mal versuchen. Ja. Pfeffermühle. Köpfe? Sind gar keine Köpfe da. Wie soll ich Köpfe abschießen, wenn keine Köpfe da sind? Da ist ein Kopf. Au, au, au. Und ich habe jetzt auch schon gehört, wie der noch wird später. Also der geht wohl in mehrere Phasen oder sowas. Wow, geh weg. Wow, lass mich. Lass mich. Lass mich. Nein. Alice, du bist zu lang. Alice, du bist zu langsam und ich trete gegen das Mikro. Ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, als hier mal eben die Sachen zu sammeln. Hui! Aua! Hab ich jetzt den Kopf erwischt oder nicht? Oh, jetzt ist meine Waffe überhitzt. Und jetzt kommt er wieder an hier, oder was? Geh weg. Gut. Geh. Ich hab. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Habe ich gerade gesagt, geh weg oder komm her, wir wollen kuscheln? Ich habe gesagt, geh weg. Und wenn ich das sage, meine ich das auch so. Ihr seht übrigens auch, dass ich immer noch dieses Kleid anhab. Ich konnte nämlich leider nicht mehr länger warten, bis ich wieder spiele. Einerseits, weil ich unbedingt spielen will, andererseits, weil mir auch die Folgen sonst ausgehen. Mit meinem super Internet. Oh ja, ich habe was geschafft. Ich habe was geschafft. Aber... Ah. Ah, schön. Dann geht er wohl doch nicht in eine andere Phase. Ja, super. Das ging ja erstaunlich schnell dann doch. Und gut. Ja, was ich sagen wollte, ich habe immer noch das Kleid an, weil ich leider neue Folgen aufnehmen muss. Was heißt leider? Leider, wenn ihr sagt, ey, das ist voll scheiße, wie du das machst. Aber ich musste halt neue Folgen aufnehmen, weil mein Internet so unglaublich langsam ist und ich langsam keinen Puffer mehr habe. Hier kam da gerade Blut raus. Okay, aber kaputt hauen kann ich dann nicht. Du hast eine Säge im Kopf stecken. Das ist nicht so schön. Schrumpfsinn. Ah. Welch Zufall. Kann ich denn da schon mal das anschießen da hinten? Was passiert dann? Man weiß es nicht. Ah. Okay, jetzt hier rüber. Und jetzt hier rüber. Und jetzt hier hoch. Ah, gibt's wieder ein... Bitte lass es ein Rätsel sein. Ich möchte so gerne mit der Schmusekatze, wollte ich gerade sagen, mit der Grinsekatze rätseln. Bitte, bitte. Versuche im Zustand der Hysterie Gesundheit von Feinden zu sammeln. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Schon wieder? Töte oder werde getötet. Ah, Augenpötte. Na super. Weg, 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 hab ich gedacht. Alice, weg, hab ich gedacht. Und dann noch so einer da. Hui. Hab ich den anvisiert eigentlich? Nee, hab ich nicht. Warum auch? Ist auch mal toll, wenn ich hier rausgehe, habe ich immer Caps Lock an, weil ich irgendwann anvisiere und wenn ich dann irgendwas tippen will, dann fühle ich mich wie so ein, ja, so ein Blödmann, der mit Caps Lock schreibt. Nee, den wollte ich gar nicht. Und schon dichter. Du Dichter. So, weg ist er. Augenpott. You want some of this pot? Can't get it. You can get it if you really want, but you must die. Die and die. Die and die. Aua. Aua. Er spritzt hier mit seinem Scheiß durch die Gegend. Hör auf damit! Keiner mag es. Aber auch noch so einer. Na klar. Geh weg, Alice. Geh weg. Oh, da ist noch einer.
der sich einfach mal um mich rum bewegt und um mich rumtanzt hier. Ist auch super. Weg, weg, Alice. Ist denn hier eigentlich nichts, was mich heilen kann? Vielleicht? Nein. Schieß! Aua! Okay, einer weniger. Aua! Aua! Ich hab dich da... Hysterie! Uja, Kascha! You're going to die! Oder auch nicht. I said you're all going to die! Have you not heard me? Hallo, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe gar nicht. Jetzt auch mal irgendwie mehr schießen können. So, töte oder werde getötet. Ich habe mich mal fürs getötet werden entschieden und ja, möchte fortfahren. Wenn ich das jetzt in meinen normalen Klamotten gemacht hätte, dann wäre ich nicht gegen unsichtbare Wände gelaufen. Dann wäre ich ja auf jeden Fall noch viel früher draufgegangen. Die schädliche Macht der Hysterie ist groß. Trotzdem ist die feindliche keine Zeit zu verlieren. Irgendwas. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine, wäre eigentlich die richtige Betonung. Nicht wir haben doch. Hallo? Alice, warum? Du bist aber auch manchmal echt so eine Torfnase. Uah. Uah, geh doch weg. Lass mich doch weggehen hier. Aua. Aua. Komm, wirf doch. Aua. Hä? Warum wirft er denn nicht? Komm, wirf doch! Ach, Mann! Ey, Liz, du musst nicht irgendwie erstmal anvisieren. Du darfst auch direkt losschießen, wenn ich die rechte Maustaste drücke. Ja, das wäre echt super, wenn du das machen könntest. Da wäre echt allen auf der Welt geholfen. Aua! So, ich sehe nicht. Augenpott, geh doch weg! Ich sehe doch nichts. Du bist doch tot. Kannst du nicht einfach verschwinden? Einfach verschwinden. So, hör auf ihn anzuvisieren und geh drauf da. Ich sag dir, geh drauf und mach ihn tot. So. So, ah! Ich wollte gerade sagen, das reicht jetzt auch. Aber scheinbar nicht. Ah, ich hab... Du warst doch gerade... Dein Auge hat doch gerade geschmerzt. Dann bist du doch so... Ah, bist du doch so schön verletzlich, Bar. Was ist das da? Ich will diese Augen immer noch so gerne mitnehmen. Schieß doch, Alice. Ich drücke doch die rechte Maustaste. Warum schießt du... Warum machst du denn sowas? Was machst du denn hier? Kann ich mich irgendwo heilen? Gibt's irgendwas? Nee. Dann laufen wir mal ein bisschen im Kreis. Schön gemacht mit dir, wie der Bildschirm jetzt gerade aussieht. La la la. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt hier. Oh, wir laufen ja gar nicht hinterher. Wir laufen jetzt hier so ein paar Folgen im Kreis. Und dann brechen wir das Let's Play ab. Weil alle mega genervt sind, wie ich hier spiele. Also ich wäre es. An einigen Stellen. Nicht immer. Manchmal bin ich ja doch stolz auf mich, aber an einigen Stellen wäre ich extrem genervt. Wow! Geh weg, Alice. Geh weg, Alice. Oh, ich hab dich doch beschossen. So. Jetzt gehst du auch mal drauf. Die könnten noch mal so ein bisschen Leben droppen, ja? Fände ich echt super schnieke. Aua. Hysterie! Ist tot? Nee. Ich sehe überhaupt nichts. Aua. Erfolg! Warum? War ich nicht eben auch schon genauso weit? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Oh nein! Rosenfarbe. Mal die Rose rot an. 4 von 4. Und jetzt? Habe ich jetzt was gewonnen? Ach, einen Lebenspunkt mehr. Gut gemacht, Alice. Wir sind alle stolz auf dich. Ein Upgrade für die Pfeffermühle erhöht die Feuergeschwindigkeit. You don't say. So, das war also hier alles. Ach, da unten sind jetzt noch... Oh, wo war's? Hier. Uiuiui, aber Land auch
er landet. Sie landet auch immer genau auf der Kante. Uiuiui. Aus Panik einfach mal alle Buttons gemasht hier. Aber sie hat überlebt und darauf kommt es an, oder nicht? War das vorher auch schon so? Moment, hier war der mit der Säge. C? Was? Wie? Wer? Wo? C? 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 Ah, ja. Schön. Das sieht total vertrauenserweckend aus. Ich möchte da unbedingt reingehen auch. Haben sich die Fische alle erhangen? Haben die so ein trauriges Leben? Ich höre eine Schweinenase. Und ich sehe auch eine unsichtbare Schweinenase. Ach, schau an. Was ist das denn? Ist ja lustig. Ah. Dann hüpfen wir da mal hoch. Ich sagte, dann hüpfen wir da mal hoch, Alice. Danke. Flasche. Flaschen, die sinnvollsten Dinger in Alice seit der Erfindung von Alice selbst. Katze. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Das hilft unglaublich viel weiter, Katze. Danke dafür. Bilder sagen mehr. Pfui, bäh. Ich habe jetzt auch die Tage, die ich nicht mehr gespielt habe, dadurch weiß ich nicht mehr, wo wir jetzt hier sind. Also wir waren doch zum letzten Mal noch auf diesem Friedhof und haben da um unser Leben gekämpft und irgendwelchen Leuten geholfen. Aber jetzt? Vor allem immer die Frage, wo muss ich hin? Gibt's hier irgendwas? Nö. Warum kann ich dann hier hin? Was soll das? Das ist verwirrend. Sieht ja schön aus, so ein kleiner Thronsaal oder so. Auch schön illuminiert. Hier ist eine Tür, die natürlich nicht aufgeht. Was ist da? Was ist der Zimmermann und sein Walross? Muss ich jetzt gegen die kämpfen? Oh nee, bitte nicht. Ach, da ist auch der Singfisch. Ach, wir sind wieder hier am Fastboden. Ach. Da ist hier der Oktopus. Hi. Und der Fisch, den all die wir geholfen haben. Oh, und hier ist die Show. Kann ich auch hier in die VIP-Zone irgendwie? Nee. Also da hätte mich ja mein Orientierungssinn, hätte ich ja nie gedacht, dass wir jetzt hier sind. Naja, schauen wir mal, was hier so passiert. Alles murmelt. Ladies and Gentlemen! Willkommen! Du Arschloch! Die nackten Austern! Das ist so verstörend, dass die keine Hosen anhaben. Oh. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Was? Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die blauen und die weißen Kragen. Das Schicksal bietet viele Tode. Dazu noch Leid und Verdruss. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit. Nasses Ende, Stich ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen. Jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Lärm beschwerlich hart. Der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen. Und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Hä? Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice! Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, dass du ankamst. Und er ist noch schlechter, als dessen du es dir vorstellen kannst. Der Tod eines Frauen!
Was? Die Raupe. Ach, ist das diese Pfeife rauchende Raupe? Erinnere ich mich da recht? Die Abwehr des bedrohlichen Falls kann per Umlenken durchdrungen werden. Vielen Dank, das wissen wir bereits. Oh. Es brennt schon wieder. Alice, hast du da was damit zu tun? Oh, was? Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Ja. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was sie alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Was? Wenigstens sorgt sie keine Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Mein Verstand lag im Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Was? Ich komm nicht mehr mit. Oh, die Musik ist so schön. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Ameisen werden von Wespen gefressen? Du hast mich in Rutledge besucht. Erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Erledige treibenden Verfall rasch. Noch rascher, als du diesen Text lesen kannst. Okay, wir sind wieder in der echten Welt angekommen, warum auch immer. Das ist, ich interpretiere das mal so als Kapitelübergang immer, wenn wir kurz in der echten Welt sind. Und was wir in der echten Welt erleben, erleben wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüsschen.